Herzlich willkommen, hier ist User Paul mit dem Tipp: YouTube-Videos mittels VLC speichern und konvertieren. Mit folgenden Schritten kann man sich gewissermaßen ein YouTube-Video herunterladen. Man kopiert sich die URL zu dem jeweiligen YouTube-Video, Rechtsklick und Kopieren. Dann startet man den VLC Media Player. Klickt ins Menü Medien, geht auf den Punkt Konvertieren und Speichern, zum Reiter Netzwerk, dann fügt man dort die YouTube-URL ein, einfügen, klickt dann hier auf den Button Konvertieren und Speichern, dann benennt man die Zieldatei, das könnte hier zum Beispiel die Datei Z in dem Verzeichnis Videos sein. Speichern. Dann bestimmt man das Profil. Da suche ich mir jetzt hier zum Beispiel mal raus Video, Theora plus Vorbis. Und dann einfach auf Start klicken. Und dann wird das Video gewissermaßen heruntergeladen und ins richtige Format konvertiert. Das Ergebnis findet man dann hier im Verzeichnis Videos. Wenn die Konvertierung nun beendet wurde, kann man sich dann einfach das Video anschauen. Zum Beispiel mit einem Doppelklick mittels dem Player Videos. Das war Josef Paul von Open Screencast. Ciao und viel Glück!